So, grüß euch YouTube, die nächsten Folgen The Legend of Zelda Tears of Kingdom. In der letzten Folgen haben wir da diesen Frosch geholt, dieses Item, was man da kriegt. Und ja, wir sind auf dem Weg zu die Ornis. Und ich hab gesehen, wir können da nach oben tauchen. I don't know. Okay. Leute, die Ornis sind da ganz drüben, ich muss das ganze Gebiet rüber, gell? Ja, wir haben uns weiter rein. Den Turm möchte ich gerne mitnehmen, das wäre fein. Da ist ein riesiges Muster am Boden. Aber da ist ein Schrein. Zuerst den Schrein. Da, da ist ein Schrein. Her damit dir. Eigentlich können wir das überspringen, das haben wir schon so gesehen. Und ich bin so weit hinten, weil ich einfach keine Zeit zum Spiel finde. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben. Nur für YouTube, ich rede immer ein bisschen nebenbei mit Chat. Weil die sind alle schon gefühlt weiter wie. Jeder ist weiter wie. What the fuck. Aber danke, danke für die Hilfe. Heiße Luft. Okay. Okay, okay, okay. Ups, ups. So. Ah, okay. Okay, okay, ich verstehe schon, wie ich das machen muss. Ja, Fackel! Du kannst sie anzünden, indem du sie ins Feuer hältst. Wenn du sie wegsteckst, erlischt sie und muss dann halt irgendwo anzündet werden. Okay, passt, let's go! Ich mach das simpel. Wie machen wir das? Okay, passt. Ich würde es da irgendwie verbinden. Da müsste der durchgehend fliegen, oder? Ja, genau. Right. Jetzt brauchen wir noch so eine Holzplatte. Und dann machen wir das da drauf. Und jetzt muss nicht nur ich da drauf kommen irgendwie. So, B und aufjuckten. Easy going. Genau. Easy going. Ich glaube, ich hätte Kombi drauf müssen. Bleib da bei mir. No. Ich glaube, da oben ist eine Kiste. Da oben ist safe in der Kiste. Ich hätte. Bitte da. Nur mehr obi. Ups, hier den Paraglider aufmachen sollen. Hallo Palego, grüß dich. Den will ich eigentlich nicht nehmen. Ah, nur mehr verfahren. Warte, ich muss das zuerst irgendwie stoppen. Oder ich könnte es. Nein, ich darf zuerst das Ding muss zuerst verwenden. Bekomme den. Ich glaube, ich bekomme es gar nicht mehr so hin. So. Shit, Alter. Aber da oben die Kisten will ich mitnehmen. Sehr gut, dann haben wir es wieder. Daher und drauf.
Sehr gut. Wir haben's. Chat, wir haben's. Und danke schön bis eine Folgen. Auch alle bei YouTube. Ihr könnt kurz was abonnieren. Kuss, meine Freunde. Ihr müsst ja eigentlich darauf springen, Kinder. Traurig wäre, wenn da jetzt nichts ist. Du willst mich doch verarschen. Du. Das ist ja ein Scherz, oder? So, gerne, die braucht da einen zweiten. Na, oh mein Gott. Hey, ich bin so schlecht. Warum bin ich so schlecht? Ah, da drüben sind's. Oh, der Lolli war jetzt fast wieder abgesprungen. Flieg! Genau. Okay. Oh mein Gott, der Schrein ist wirklich groß. Da bin ich gekommen. Da kann ich rauf. Da oben müssen Kugeln rein. Da müssen Kugeln rein. Okay, wir hüpfen jetzt einfach mal runter. Um zu schauen. Das heißt, wir müssen die zwei Kugeln draufbringen. Dann funktioniert's. Okay, let's go. What the fuck? Okay, ich glaube, ich brauch den so, dass das. Aber ich hab noch einen. Ah, da drüben sind eine Bücher. Wir machen das. Dankeschön fürs Einschalten. Sisi Yoki. Und hallo Rani, hallo Melody. Wenn ich das so da drauf tue und das Ding einfach umtrage. Dann bringt das gar nichts. Das heißt, wir müssen das wieder gleich machen. Wir müssen das wieder gleich machen. Ich wollte eigentlich nur zu den Ornis. Hey, entspann dich! Der hebt ja gleich ab. Nervig. Wie bieten denn da jetzt einfach drauf? Verbinden! Ich kann es nicht verbinden! LOL! Warum kann ich es nicht verbinden? Ja, nein, mach einfach und dann danke. Alles gut, sonst mach was du denkst. Wie nervig, dass der tut.
Gebastelt bloß Nafri. Sehr gut. Ja, das stimmt hundertprozentig nicht, was ich da mache, aber. Wir probieren das sowieso. Sehr gut. Kugel. Alle da. Und die nehmen wir. Ah, okay. Und die große Kugel. Ist für unten, oder was? Unten war ja da, oder nicht? Ein Opal, let's go! Aber da unten war ja. Ja, okay, da ist. Ich muss nur mal kurz oben schauen, aber das ist komisch. Achso, dann komme ich da wieder nicht rauf. Ich lasse mich in die Kommentare wissen, ob da in den Schrein unten irgendwas ist, weil das dort ausgeschaut, wie wenn man irgendwas machen könnte oder so. I don't know. Was passiert da? Aber das ist der neue Text, ne? Jawohl, unser viertes Singslicht. Das heißt, wir können wieder uns entscheiden, ob man Herz oder Ausdauer erhöhen können. Das ist schon mal gut. Jetzt straight zum Turm. Damit das mit dem Map freigestorben und dann zu die Ohren ist. Ich möchte so sehr zu die Ohren ist. Da ist was für die Pferde. Und da hinten irgendwo war der Turm, da ist er. Hört der zu? Ja, er deckt das auf. Den holen wir uns. Den holen wir uns. Da ist auch irgendein Rätsel. What the fuck? Weil es gibt so viel zum Anschauen einfach, das ist so schlimm. Ich muss so machen, dass ich mir nicht mitgegangen, dass straight off will. Sonst kommt man zu nichts. Eine halbe Stunde ist. Also 30 Minuten ist gar nichts in dem Game. Aber mich, Alter, da ist ein Wirbelsturm einfach. Alter! Wo ist der Dings? Der von den Krux! So geil! Na, da wäre leider nur Kaffee hat, aber kommt nur. Alter, da ist er! Davon ist so heiß. Alter, der Maronus! Die Bäume da drüben! Richtig gruselspuckig! Oh, 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 oh. Was? Maronus in der Patsche. Oh, what the fuck! Der raus! Oh mein Gott, wie schnell wird's druckt! Was nehmen wir denn? Die noch nehmen wir.
Mit dem irgendwas freundlich kann man nicht mehr bewegen. Oh. Die schrecklichen Gruselgestalten sind ja fort. Oh, Alter, jetzt können wir Crocs tauschen. So, das sind ja Rasseln. Heidi, oh, du kannst mich sehen, das ist aber fein. Grüß dich, ich heiße Maronus. Ich bin der Musiker aus dem Wald der Crocs im Nordosten, bekannt für Rasseln und für große Tanzleidenschaft. Schönen Dank für deine Hilfe. Ohohoho. Ich werde mich erkenntlich zeigen, indem ich für dich tanze und deine Tasche größer mache. Doch, Moment, irgendwas stimmt nicht mit meinen Rasseln. Sie sind leer, kein einziger Crocsamen mehr drinnen. Da welkt die Tanzlaune. No, 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 no. Die Kinder des Waldes haben sie wohl wieder geklaut. Hätte ich nur einen einzigen Crocsamen, könnte ich singen, tanzen und dich mit meinen Kräften beglücken. Beglück mich. Crocsamen klingen einfach göttlich, wenn man sie in Rasseln füllt, dann singen, tanzen, rasseln. No? Doch leider habe ich meine Rasseln fallen lassen und die Crocsamen sind mir alle fortgerollt. Welcher trauriger Tag. Und während ich haderte und klagte, kamen die Kinder des Waldes daher und stibitzten alle die kostbaren Sämchen. Ich hoffe, ich. Schnupper, Schnupper, wie wird mir, kann das etwa? Schnüffel, Schnüffel, da frisst mich doch die Blattlaus kahl. Hast du etwa Crocsamen dabei? Let's go, Hobby! Und ob Crocsamen duften unverkennbar, konntest du den Kindern des Waldes etwa Diebesbeute abluchsen? Wenn du mir auch nur ein einzig Crocsämchen gibst, dann begrüße ich dafür deine Tasche. Oh ja, bitte. Dann sag, welche Tasche soll ich für dich größer machen? Was nehmen wir? Wappentauschen ist einmal selbst die erste. Das brauche ich. Dann lass uns loslegen. Was? Er spawnt einfach Crocs. Let's go. Geil. Da-dam-da-da. Werde größer. Wappentasche. Johoho. Na na, zufrieden mit deiner Wahl? Glücklich mit der neuen Tasche. Wenn du weitere Crocs einbringst, kann ich mir das schon wieder vergrößern. Passt, oder wir lösen jetzt alles gleich. Ich bin gerade auf der Reise. Ich bin gerade auf Reisen. Als nächstes möchte ich Richtung Osten weiter. Leider ein gefährlicher Plan, weil immer mehr Monster auftauchen. Hoffentlich finde ich einen Ort zum Entspannen. Ein lebendiger Ort, an dem viele Leute zusammenkommen, wäre das Richtige. Da würde ich mich sicher fühlen. Ja, ich hab nur welche. Ich habe es nicht eilig, hier wegzukommen. Ah, ich begrüße jetzt gleich. Dann nur mal die Waffentasche. Jetzt sind es schon zwei. Das heißt, es verdoppelt sich immer oder es wird immer einer mehr? Die überspringen es in Dance, der juckt mich. Und schüt mich die gerne nicht mehr. Das wäre fein. Jawohl, es ist schon spät. Ich werde meine Reise bald in Richtung Ost fortsetzen. Hoffentlich finde ich einen Ort, an dem ich entspannen kann. Ich habe noch nicht genug Crocs sammeln, also streng dich an, welche zu finden, bis wir uns wiedersehen. Soweit, so gut. Bei unserem nächsten Treffen sollte ein gemeinsames Händchen drin sein, oder? Ah, jetzt geht er. Ich kann nur zwei mehr aufwerten. Alles klar. Und es gibt eine Charakterübersicht. Oha, geil. Die lesen wir uns mal durch. Die werden wir uns mal gemeinsam durchlesen. So, das habe ich einen Tipp von einem Kollegen gekriegt. Wenn ich den normalerweise anschieße, kriege ich Rubine. Und wenn ich nicht anschieße, sagt er mir irgendwas. Ah, Höhle. Die hätte ich auch so gefunden, um ehrlich zu sein. Alter, geht so weit, Robby. Höhle am Tilioberg. Was ist das? Ich will das haben. Ja, gut. Passt, ich bin straight einfach gekupft, ich Idiot. Ich konzentriere mich schon wieder so arg, dass ich die Items einsammelt. Spaß zum Zuhören. Ich glaube eher. Einfach gewone-shottet, oder? Das ist ein Schrein. Was?
Da ist ja nicht nur ein Schrein, oder? Oder? Okay. Ich kann es auch ein bisschen. Jetzt. Nein, hopp mich! Hey! Ja, und wie komme ich raus? Er hat mich wieder grabbt. Folgendes. Wir haben da jetzt folgendes Problem. Wir haben da jetzt ein richtiges Problem. Er grabbt mich wieder. Ja, killt mich. Paar Chance. Alter, was ist leicht das? Was ist leicht das? Ich kann doch gar nichts machen. Oh mein Gott. Hallo? So. Alter, wie random einfach. Nein, ich hab keine Ausdauer mehr. Das ist jetzt gar nicht geil. Ich muss jetzt noch zugeschaffen, sonst ertrink ich. Oh, Alter, wird das knapp. Jetzt habe ich das so machen müssen, Alter. Kleinen Moment. Ja, ich kriege keinen Tipp, wie ich das besiege oder sowas, sondern ich soll es einfach besiegen. Ich brauche immer einen starken Bogen. Und ich kletter, glaube ich, gleich da auf. Du hast ihn von dem Viech targeten und kletter drauf. Ja. Habe ich nicht Bomben? Da habe ich Bomben. Alter, ihr Pisser, Alter. Voll schön, Alter. Ah, vor allem bist du immer so stark, oder was? Tschüss. Der Hund hat aber viel Bombenteile aus. Ich hab's. Was? Was? Phantom-Gannon? Der Hund spawnt, der kommt auf, wa? Scheiße! Das gibt mir so wenig! Gib mir mehr. Gib mir das. Ist lieber die zwei. Scheiße, oder? Warte, ich muss kurz meine Waffen wechseln. Ich brauch irgendwas auf Distanz oder so. Ja, Alter, warum spiel ich denn so dumm? Ich verdue meine ganzen Sachen, das will ich nicht.
freut sich am Zubi, dass sie Damage kriegt. Ja, die springt links, rechts, komplett. Einem ist wurscht. Andere Waffe, ich brauche Schwert. Hey, ich krieg doch Damage, wenn ich da zubiege. Wie blöd leicht. Wie soll ich leicht denn schlagen? Ja, und es bricht einfach mein Schild. Er macht plus 5 Herzen. Es bringt mir nichts. Es bringt mir nichts, es bringt mir nichts. Mehr mit dem Schwert, der Bastard. Ich kann da nicht zubiegen, ich brauche wirklich eine Waffe auf Distanz. Aber Waffe auf Distanz blockt nicht. Jetzt, wenn er auf dem Bogen jetzt umdreht, das da, dann blockt er das nur mit dem Schild. Sonst trifft er mich. Es wird jetzt eh tricky ein wenig. Ich brauche irgendwas, was voll schadet am Bogen. Oh mein Gott! Ich hab ja irgend so einen Zaun oder sowas, Alter, was irgendwas so stark ist. Das. Na! What the fuck ist das? Jetzt brauche ich Waffen auf Distanz. Schieß im Bogen, du Lump. Alter, wir haben da jetzt Taktik. Ins Gesicht. Er wird rufen. Ich weiß nicht, ob ich den Bogen nehme oder nicht. Ich brauche Waffen auf Distanz. Bitte, Alter, oh mein Gott. Alter, das, dass ich kein Schild mehr habe, ist richtig ass. Ich hab keine Pfeile mehr. LOL. Was tue ich jetzt? Ich schieße in die Lanze auf. Ich kann ja nicht zubegehen, weil ich hier... Die drehen da in die Ecke! Let's go! Stirb! Nicht zu viel wollen! Ich wollte zu viel! Ich wollte zu viel! Alter, das ist drum! Ich kann es jetzt eh nicht mehr machen! Was soll ich da machen? Ich habe keine Pfeile, nichts mehr! Denn, Alter! Hey, mir ist schon wieder so heiß! Ja!
Die Folgen haben auch mit einem Drecks-Game Over, weil da irgend so ein Schatten Ganondorf kommt. In der nächsten Folgen schauen wir, was wir da gegen den. Vielleicht skippen wir noch. Schauen wir mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Kuss.